Alter, das ist ein totaler Psycho. Das ist ein totaler Psycho und kein Haustier. Ich wechsle mal in die Reaction-Szene. Das sieht dann so aus. Und dann war ich am Überlegen, ob wir im Nachhinein, also später, nochmal ein bisschen WoW Classic Hardcore weiterspielen. Oder ob wir einfach auf entspannt ausmachen, weil ich müsste halt wirklich noch ein paar Sachen regeln wegen dem BSC. Hatte ich mir gedacht. Es ist halt so ein bisschen stressig gerade für mich. Einen Swimmingpool für Nila. Nein, auf gar keinen Fall. Das wäre nicht so gut für sie. Wäre cool, aber nein. Aber wir schauen mal rein, wie in Norberts Welt hier Geckos sein können. Es scheint wohl ziemlich krapitzig zu sein, wie wir hier sehen. Also holla die Waldfee, ne? Also das ist schon, das sind schon tiefe Bisse, ne? Und Dave, grüß dich. Danke dir für auch dein Partyhütchen. Dankeschön. So, das passiert natürlich dann, wenn man nach so einem Tier greift und der an einem vorbeiflitzt. Naja. Tja, minus eins, würde ich sagen. Gut, dann machen wir einfach mit dem anderen weiter. Der ist weg. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Er sitzt da, der ist weg. Das ist ja wundervoll. Das ist ja wundervoll. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Sven, lief richtig gut, oder? Hier, ja, mit deinem Finger. Ja, so semi-gut. Semi-gut. Aber es hat scheinbar geklappt. Wir haben einen Gecko fangen können und nicht nur einen. Es ist noch ein bisschen Blut an der... Ich find's krass, wie groß der ist, ne? Also Nila ist ja richtig klein im Vergleich. Also sie kann wohl noch sehr, sehr viel wachsen. Lässt du Freni arbeiten, während du dir Videos anschaust, finde ich gut. Ja, ich könnte da jetzt sowieso nicht viel helfen bei Fren. Deswegen hat sich das erübrigt. Klappe jetzt. Ja. Leider deine eigene Schuld. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, ja, krass, wie groß der zwei Geckos rauszuholen, um sie euch zu zeigen. Werden wir jetzt mal am besten den Herrn Zayak aufsuchen, oder? Was hältst du von der Idee? Alles klar. Dann gehen wir mal rüber. Bis gleich. Gehen wir mal rüber. So, da sind wir wieder irgendwie zurück. Gefangen. Ich habe also alles, was ich brauche. Sven ist auch da. Ja, okay. Tschö. Ich hab gerade so Ludolfs-Vibes. So dezente Ludolfs-Vibes, so wie er da sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ohne Scheiß, oder? So, Norbert, bist du fertig mit Telefonieren? Hallo. Oh, hi Fans. Moinsen. Schön, dass ihr auch da seid. Was ist denn hier los? Ich fühle mich in die Enge gedrückt. Ist der Friseur tot, oder? Nee, nicht wirklich. Weil sie so lange Haare haben und lassen sie matte wachsen? Genau, ich habe gedacht, später mal mit Zopf oder ähnliches. So, okay. Wow, was ist das für ein Thema? Okay. Sven hat sich gerade aufopferungsvoll bereit erklärt, den Tok hier aus dem Terrarium zu holen. Hat nicht so hingehauen. Warum nicht? Ist er da drin? Leicht blutige Szenen. Ja, genau. Der wollte mich angreifen, der Sven. Bist du sicher, dass du den rausholen solltest? Der hat nämlich sowas von gar keinen Bock. Wäre auch ein bisschen vorsichtig, sonst hole ich ihn auch ein Papier für den Finger. Ja. Oh, der hat wirklich keinen Bock. Schaut euch das an. Lol. Ja, aber so ein aggressives Tier kann man doch nicht verkaufen, oder ist das jetzt einfach nur so Laune? Papier haben wir ja noch da. So, was müssen wir jetzt tun? Warum sind die nicht schnell? Hat er denn den Mund auf? Der zieht doch. Wie ich gerade sehe, der hat sogar noch so ein bisschen von Svens Blut an der Nase. Was ist denn passiert? Ja, der hat mich beim Einfangen hat er mich erwischt. Er wollte an mir vorbei. Ich habe nachgegriffen. Passiert. Wann haben sie denn gefangen? In meiner Mittagspause oder was? Vorhin. Warum ist er denn jetzt so ein unangenehmer Genosse? Der hat ja echt mal wirklich richtig miese Laune, der Gecko. Der Toki. Hätte ich ja auch, wenn mich einer weckt. Genau. Warum haben sie den denn geweckt? Hätte ich auch, wenn mich einer weckt. Das ist aber auch geil, die Antwort. So, ohne Scheiß. Warum haben sie den denn geweckt? Ja, was soll denn das? Ich dachte, wir wollen doch jetzt darüber filmen. Ja, aber doch einen netten Gecko und nicht so einen, der so guckt, ne? Sind wir. Aber einen netten Gecko. Ey. Der hat ja, ich glaube, wir haben einen neuen React-Kanal. Ich glaube, das ist ja mega geil.
Der hat ja Entertainment Faktor over 9000. Das ist ja super. Am Anfang immer so oder kann man die auch noch irgendwie ein bisschen zählen? Weil das gerade ist natürlich. Ist das normal? Nee, das ist also jetzt am Anfang ist das also nicht so schlimm, wenn der mal 35 cm groß ist und er hat dann die Klappe so weit auf, wie er gerade auf hatte. Dann ist das, glaube ich, erst schlimm. Ne? Dann brauchen wir mehr als nur ein Tüchlein. Also bei sowas, da blutet das ja noch gar nicht. Wenn der einen beißt, dann muss der also wirklich erst so 25, 30, 35 cm sein. So blutet er noch nicht. Also zumindest bei mir nicht. Beim Sven, das ist ja so ein... Das hat halt schon ordentlich geblutet. Sagen wir mal, der Sven ist so ein bisschen zart. Ne? Ist aber auch geil. Ich find, dieser Gecko guckt richtig creepy. So wie so ein kleiner Psycho oder sowas in der Art. Aber das ist auch so einer, der kann auch an Glas sich haften, ne? Also es gibt ja Geckos, die haben ja so Saugnäpfe, die können an Glas festhalten. Sven, zeig mir mal dein Wehwehchen. Die haben keine Krallen. Das ist ja nur ein Papier, das ist ein kleiner Lappen. Aber wo ich mich jetzt wirklich wundere, ist, gerade hatte der hier den Mund so auf, da sieht man gar keine Zähne. Wie kann das denn sein, dass der so krass zubeißen kann und dass es dann wirklich blutet? Das ist ja vielleicht sein Trick, ne? Der hat also so ganz viele kleine, spitze Zähne. Wenn man unsere Krokodile sieht, gut, bei Krokodile, da sieht man immer Zähne, aber wenn man unsere kleinen sieht, sieht man da auch noch nicht so viel. Und wenn die auf die Welt kommen und sind ganz klein und die beißen, blutet das immer. Die haben so spitze Zähne, das ist schon Hammer, ne? Wie nimmt man den denn jetzt aus der Dose raus, damit der hier so ein bisschen Freilauf hat? Ich kann das verraten. Ganz vorsichtig. Ja gut, ganz vorsichtig. Hat der Sven das gerade auch versucht und es ist ein bisschen missraten. Sven, dann üb nochmal. Also, immer so eine Gabel, so ein Teleskop-Gäbelchen dazu nehmen, oder? Ja, irgendwas, Hauptsache nicht direkt mein Finger. Okay. Ja, weil die sind halt ein bisschen ungemütlich. Norbert, das Telefon brennt heute richtig heiß. Aber der Sven, der kann das da ja kommt er. Der Sven, ja, aber in die falsche Richtung. Der Sven ist ja kein Praktikant. Zack. Wieso hören wir ihn doppelt? Das ist irgendwie komisch. Da ist er. Und wieder rein. Tja, minus eins, würde ich sagen. Dann machen wir einfach mit dem anderen weiter. Der ist weg. Ist ja gut, dass ihr noch... Ich lieb's, wie er so resigniert in den Stuhl fällt und so noch versucht, so mit so einer halben Handbewegung irgendwie, so diesen Gecko... Oh, das ist so anstrengend. Ich sitze hier. Kann ich weiter telefonieren, bitte? Das ist ja fantastisch. Absolut, da kommt er. Haben Sie ihn? Ja. Ich kann ja hier schon weitermachen. Also ein schönes Terrarium für so ein Toki haben wir hier also vorbereitet. Und noch schöner würde das ja aussehen. Ich hab ihn, er ist hier. Wenn ist auf da mal der einer Seite drauf sitzt, der wollte bestimmt nur Fernsehen gucken. Ich glaube, wir haben hier irgendwie das falsche Terrarium. Ne? Die Deko ist nicht in Ordnung. Nee, der mag Sven, die Deko kann nicht. Da sein, dass da was schiefgelaufen ist. Ja, Jetzt haben wir ihn wieder gefangen, aber meinst du wirklich, das ist eine gute Idee, wenn wir den hier auf die Freifläche lassen? Weil ich glaube, das kann nur schief gehen. Der Sven hat er doch ganz gut gemacht. Sven hat sich aber schon aus dem Staub gemacht. Nee, da ist er wieder. Sven hat es richtig gut gefangen. Also, da können wir ja schon mal gleich was zu erklären. Also, wenn ich ihn... Der hat gar keinen Bock. Gar keinen Bock hat der. Der ist weg. Floppy ohne Scheiß. Es ist wirklich so. So, hier, vorsichtig. Ja, vorsichtig zieh. Der hat enorme Sauchfüße und... einen ausgeprägten Charakter wegzulaufen. Ja, da ist ja. Der hat ja jetzt Blut geleckt. Das war Reaktion, Sven. War so Reaktion. Fängt man einen Toki ein. Boah, das ist aber ein wildes Tier. Sven, ist das ein Wildfang? Nee, das sind schon Nachzuchten. Das heißt, das sind die Netteren. Wenn ihr also mal so einen Toki haben möchtet, ne? Die gucken einen so nett an, ne? Das ist jetzt nicht aggressiv, das ist bestimmt nur Lächeln. Meinst du? Ich weiß nicht, ob das Lächeln ist. Aber wie beruhigen wir das? Das ist ja fantastisch. Alter, das ist ein totaler Psycho. Das ist ein totaler Psycho und kein Haustier. Das ist ja Wahnsinn. Guckt euch das an. Ohne Scheiß, wenn er könnte, der würde euch sofort auffressen. Tief, das ist bestimmt nur Lächeln. Meinst du? Ich weiß nicht, ob das Lächeln ist. Aber wie beruhigen wir das Tier denn jetzt auf eine sanfte Art und Weise, dass der jetzt nicht... Ja, der sitzt doch jetzt da ganz ruhig. Wo ist denn das Problem? Jetzt leckt er sich das Blut von der Nase. Das ist wohl wahr, da hast du recht. Mein Blut. Ja, wenn der mal auf Geschmack gekommen ist, Sven, dann wird er ein quasi unzertrennlicher Freund, kann das sein? Der Meuchelnde. Aber da ist schon spannend. Wir haben also Tokes ja schon wirklich, solange ich ein Zoogeschäft habe, solange haben wir die regelmäßig mal im Programm. Das war also immer wieder, früher wurden ja die Tiere nicht in solchen Dosen transportiert, sondern die kamen in Leinensäcken, damit das da dunkel war. Die Dosen ist ja auch dunkel, weil die ja heutzutage in Styroporkartons transportiert werden. Und dann hattest du da eine Tier
Tiersendung gekriegt und dann wieder so ist, dann nimmst du den Sack und greifst dann da ganz vorsichtig in den Sack rein und die hast du dann rausgezogen und an dem Finger hing dann Toki. Naja, wenn man das gerade gesehen hat mit dem großen Mund, kann ich mir vorstellen, dass der sich einfach so einen Finger mal eben so in den Rachen schiebt. Und das Spannende war daran, du bist dann mit dem Toki, der hing dann so am Finger, der hat auch nicht losgelassen, der ist da ziemlich lange haltbar dran. Was? Also luftgetrocknet ist der dann quasi. Da geht man dann bis ins Terrarium und stellt den Finger rein. Wenn man den dann ganz lange stillhält, das tut dann schon sehr lange weh, bis der dann loslässt. Aber wie der da jetzt sitzt, ne? So ganz wie die Unschuld vom Lande, man sieht... Der zählt das als... Ich kann es gerade gar nicht glauben. Der zählt das so, als es scheint wirklich so gewesen zu sein, das ist ja irre. Nicht. Was frisst er denn jetzt noch außer Finger? Im Grunde genommen alles, was er schafft zu überwältigen. Ne? Insekten, kleine in der Natur auch kleine Vögel. Der leckt auch gerne mal so ein kleines Vogelei aus. Kleine Nager. Eigentlich alles, was ins Maul passt. Ja, und die Klappe ist groß. Das haben wir ja gerade gesehen. Da passt schon jede Menge rein. Und die wird noch deutlich größer. So. Oh, stellt euch vor. So, jetzt haben ihr seid Nacktschläfer. Das haben wir ja gerade gesehen. Da passt schon jede Menge rein. Und die wird noch deutlich größer. So. Stellt euch vor, ihr seid Nacktschläfer und das Ding bricht aus. Und ihr werdet wach und habt plötzlich einen Toki zwischen den Beinen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Nope. Nope. Nein, auf gar keinen Fall. Stop. Ich stelle mir das gerade irgendwie vor. Ich finde das irgendwie witzig. Hängt da... Eine Pensi-Verlängerung ist so, Lavona. Es ist einfach eine Pensi-Verlängerung. Wie läuft eigentlich der Rechner? Läuft alles gut, Lavona? Ich hoffe doch ja. Ich habe Lavona gestern noch eine kleine Anleitung gegeben für seinen Bums. Für seinen Rechner. Noch ja, wunderbar. Da wird auch alles gut laufen. Schließ bloß nicht die Festplatte an. Also es kann sein, wenn du die Festplatte anschließt, dass sie erkannt wird, da kannst du vielleicht versuchen, noch Sachen runterzulesen, aber ich glaube nicht, dass sie erkannt wird. Also das auf keinen Fall, weil dann ist das System überfordert damit, mit dem Versuch auf die Festplatte zuzugreifen und so. Weil eine andere Art von Knetwurst, es ist einfach so, ne? Aber imagine einfach, der bricht aus und ihr wacht auf und habt das Ding plötzlich am Körper. Schließlich gibt Bumsanleitungen, genau. So, jetzt haben wir den Kollegen endlich mal zur Ruhe bekommen. Sven, ist das jetzt ein Anzeichen dafür, dass er nicht mehr sauer wird? Ja, jetzt hat er sich tatsächlich ein bisschen beruhigt, ich denke auch. Alles ja, klar. Aber das war den Rest kriegen sie alleine hin. Das war doch eine Nachzucht. Ich denke, die sind alle viel ruhiger als die Wilden. Er war jetzt natürlich am Anfang ein bisschen viel. Er hat wahrscheinlich auch geschlafen, aber jetzt ist er wieder ruhig. Danke, Sven. Vielleicht gerne. War er auch so unruhig gewesen, weil er den ganzen Finger von den Sven haben wollte und ist jetzt so ein bisschen ungehalten deshalb. Aber jetzt ist er ja relaxed, ungefähr so wie ich. Aber wir haben gerade gesehen, der ist ganz schön flink. Ja, also die letzten Tokis, die wir bekommen haben, waren im Verhältnis super ruhig. Warum der ja so aufgeregt war, weiß ich nicht. Sicherlich hatte der sich erschrocken, den Sven gebissen und dann mit dem Blut und so. Und da war der etwas verwirrt. Aber eigentlich können wir wirklich unsere Tokis vom Züchter hier dran setzen und die sind dann sofort relaxed, entspannt und gar kein Problem. Das ist schon auch ein großer Gecko. Also... Das glaube ich ihm tatsächlich auch. Also wenn man so ein Tier dann einfach in der Ruhe stört, ne? Also wenn, imagine, ihr werdet einfach in der Nacht geweckt. Ja, ja, das glaube ich ihm aber auch. Ja, der wird auch noch ein Stück größer. Ich würde den jetzt hier so schätzen, so auf 25 cm. 10 cm kriegt er noch locker dabei, aber Körpervolumen kommt noch dabei. Der wird also viel, viel breiter, viel stämmiger, viel kräftiger. Hat also anschließend auch einen besseren Biss. Der beißt dann nicht mehr so zart, sondern dann merkt man das schon. Ja, okay. Tokis sind frech. Das heißt, sie leben ihr Leben. Das ist ein reines Beobachtungstier. Eigentlich lässt man die ganze in Ruhe. Ja gut, der ist vorhin weggelaufen, dann mussten wir den wieder einfangen. War ein bisschen heftige Aktion, aber wir wollten ja auch nicht, dass der wegläuft und dann hier irgendwo in den Regalen verschwindet und womöglich einen Kunde beißt. Nila wird noch ein bisschen größer, ja. Du kannst ja mal die KI fragen, wie groß Leopardgeckos werden. Jetzt, Leopardgecko-Weibchen. Da haben wir ja quasi über die Größe gesprochen und du hast gerade auch gesagt, dass er sich sehr gut tarnen kann. Ich gehe noch mal ran. Das ist schon Hammer, wenn man das also so sieht. Wenn man also jetzt so von hier die Draufsicht hat und weiß nicht, dass da ein Toki ist. Ja, vielleicht an den glänzenden Augen wird er erkannt, aber zur Korkrinde, da passt er schon genial. Wow. Schon beeindruckend, ne? Wie er da die ganze Zeit hängt und so. Also krass. Ist schon krass. Sieht auch ein bisschen giftig aus mit den gelben Flecken. Wird Nila eigentlich größer? Wie groß werden Leopardgecko-Weibchen?
Ach, willst du jetzt auch noch einen Zoo aufmachen? Leopardgecko-Weibchen werden meist so um die 18 bis 20 Zentimeter groß. Augenmaß rausgeholt. Ja. Also sie ist jetzt gerade 10 Zentimeter. Also sie kann noch doppelt so groß werden. So, jetzt haben wir den Kollegen gedreht und er hat immer noch keine Lust. Er spreizt immer sofort das Maul. Oh. Oh. Habt ihr es gehört? Der hat gequakt. Sofort das Maul. Oh. Das ist ja super cute. Ja, und wir haben ein Toki gehört oder ein Pfeifen und wissen jetzt auch direkt, wie das Geräusch ist. Und da dachte ich erst, das würde jeder Gecko machen. Aber nein, macht nein, ja nein, nicht nein, jeder nein, Gecko dieses Geräusch. Es ist ja quasi dieses Toki. Könnt ihr nochmal einblenden? Eigentlich macht jeder Gecko. Oh lol. Deshalb heißt der Toki. Betrug, es ist eine Katze. Was? Geräusche, aber natürlich nicht so laut. Aber der Toki ist schon laut und wenn man also so abends in Südostasien irgendwo in Urwaldnähe sitzt, da hört man so den ganzen Abend so dieses Toki rufen. Ich fand das also immer spannend, wenn man so abends beim Lagerfeuer sitzt und überall hört man dieses Toki, Toki, Hammer. Norbert, wieso braucht er denn diese Krass. Farbe? Ist das auch hier das Holzwerk, was wir jetzt hier aufgebaut haben, eins so ein Übel? Oder ein Frosch. Da, wo er sich auch heimisch fühlt, weil jetzt würde es passen quasi, ne? Ja, also mit der Tarnung, da ist das ja so, wir kennen ja auch ganz viele Korallenfische, die sind im Aquarium super bunt, aber wenn man sie in der Natur sieht, im Korallenriff, da sieht man die gar nicht, da gehen die unter. Und der Toki natürlich in einer Plastikdose, in der Weiße ist der schrill. Und hier an dem Baumstamm, der einfach so viele Schattierungen hat und im Licht so ein bisschen reflektiert, da ist er auf einmal total in sein Habitat und ist fast unkenntlich. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne wissen, woher der kommt. Können wir das hier auf der Tafel vielleicht einmal zeigen? Also hier wir eigentlich ist ganz Südostasien. Da findet man den quasi überall. Ah, Malaysia. Also das ist wirklich tropische Hitze, tropische Nächte. Ja. Also auch nachts ganz selten unter 20 Grad und tagsüber hohe Luftfeuchtigkeitmarker. Ich war im Urwald gewesen, hatten wir 45 Grad Tagestemperatur bei 100% Luftfeuchtigkeit. Also die letzten Jahre fahre ich dann immer. Bei 100% Luftfeuchtigkeit? Feuchtigkeit. Bedeutet 100% Luftfeuchtigkeit nicht, dass man dann einfach im Wasser ist? Ich dachte, der kommt aus dem Hinterzimmer. Nee, also... Aber, hä? Also das mit der Luftfeuchtigkeit habe ich nicht so ganz verstanden. Also das würde doch bedeuten, dass man dann eigentlich am Schwimmen ist, oder nicht? Nein, das ist mir da einfach zu warm. Norbert, abschließend für dieses Video habe ich natürlich auch die Zuschauer. Das heißt, dass die Luft kein weiteres Wasser mehr aufnehmen kann. Ach so. Und tatsächlich haben wir heute Fragen. Der beste Einstieg fand ich von Arztgarten, hat geschrieben: Kackdinger. Haben mich in Thailand die ganze Nacht wachgehalten. Ich weiß, wieso sie so heißen. Da hast du gerade gesagt, du hast auch scheinbar schon mal dieses Erlebnis gehabt, dass die wirklich nerven können, die Tiere, ne? Ja, das ist ja immer, das liegt ja in den Augen oder in diesem Fall in den Ohren des Betrachters. Also ich finde persönlich Naturgeräusch sehr schön und es gibt also Leute, die hören lieber nur Radio und möchten Natur nicht hören und das sind natürlich Konflikte, die man oft nicht gelöst kriegt. Die nächste Frage von Schafshund finde ich sehr interessant. In welche Richtung klappen die Zehen? Also ungefähr so. Ja. Geht auch in andere Seite so. Let's Jonas 69 fragt, kann Norbert mal den Sound eines Toki-Geckos nachmachen? Nee, ich bin doch kein Toki. Ich kann... Ne, ich bin doch kein Toki. Der Typ ist ja mega. Hallo Kalle, danke dir für dieses Partyhütchen. Dankeschön. ICQ. ICQ ist einfach ein Toki-Sound. Oh mein Gott. ICQ ist ein Toki. Das gibt's ja nicht. Na komm. Wo ist es?
Ich habe was entdeckt. Das ist einfach der ICQ-Sound, nur nicht hochgepitcht. Dries, jetzt zockst du was, gleich später. Das schaffe ich leider nicht, glaube ich. Also ich befürchte, wir werden auch, das war so ein ganz kurzer Einspieler. Ich wollte einfach mal im Just Chatting ein paar Sachen updaten, also das schaffen wir nicht. Und ich muss noch in den Nachtdienst und muss noch zur Post und noch Sachen vorbereiten fürs BSC und so. Deswegen ist das ein bisschen doof. Aber ich wollt unbedingt nochmal live gehen. Ja, aber leider nein. Nächste Woche sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Da habe ich zwar auch noch Nachtdienste, aber genau. Aber süß, dass du fragst, danke. Dann bekommst du einen Lurk von mir. Auch, und danke auch dafür, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, Kalle. Dankeschön dir. Danke für den Support. Bei 100% relativer Luftfeuchtigkeit ist die Luft vollständig mit Wasserdampf gesättigt. Man spricht auch davon, die Wasserdampfkapazität sei erreicht. Wird die Sättigung von 100% überschritten, so kann sich die überschüssige Feuchtigkeit als Kondenswasser bzw. Nebel niederschlagen. Boah, krass. Nein, aber nein. Ja, aber nein. Ja, aber nein. Was? Habe ich das gerade so gesagt? Noch nicht. Okay. Okay. Sowas kann ich also wirklich nicht. Und die letzte Frage, Norbert, von Vogtonaut. Wie schmerzhaft ist sein Biss? Eigentlich nicht, ne? Oder? Ja, doch. Der Sven meint, das tät weh. Ich mache jetzt sowieso Feierabend. Wenn ihr mal sehen wollt, wie weh so ein Biss tut, ne? Ja. Schaut einfach bei den Sven in den Kanal rein. Der ist jetzt hier oben verlinkt. Ja. Der Sven ist verlinkt? Jo. Ach ja. Und da könnt ihr mal rein. Ist er nicht? Reingucken, da hat er, glaube ich, gefilmt, wo er gebissen worden ist. Also ich hau jetzt ab und wir sehen uns nächste Tag. Okay, Leute, das war's schon wieder für das heutige Video. Sven, bevor du das machst, sag uns doch... Wirklich sehr unterhaltsam. Man hat auch was gelernt. Also es ist richtig gut. Ganz schnell, wie dein Kanal heißt. Svens Territorium. Svens Territorium, sehr gut. Und du versuchst jetzt hier einfach mal den Gecko einzufangen. Also Leute, falls ihr noch weitere Fragen habt zum Thema Toki-Gecko, dann schätzt wie immer in den Kommentaren. Norbert versucht sie alle zu beantworten. Wenn ihr Lust habt, besucht Svens Kanal und versucht auch gerne hier noch Instagram, TikTok und Facebook zu abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Die letzten beiden Videos waren mindestens genauso interessant wie dies hier. Das geht doch so. Irgendwie ein bisschen angenehm. Bis nächste Woche. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Wirklich sehr, sehr geil. Ah, herrlich. Also das war aber auch wirklich cool. Ich glaube, von denen gucken wir uns mal öfter mal was an. Das war echt unterhaltsam.